Moin aus Norddeich. Ich habe noch ein paar Tage frei und das Wetter ist gut. Habe ich gedacht, Zelt einpacken, ab nach Norddeich. Ich bin am Campingplatz gerade gestartet. Ich will Richtung Greetsiel heute. Greetsiel, Pilsum, Norden und dann wieder zurück. Ich fahre jetzt aber erstmal Richtung Norddeich, weil ich fahre lieber den Umweg bis Norddeich und fahre dann den Deich hoch, als dass ich das Fahrrad über den Deich schiebe. Da habe ich keinen Bock drauf. So, hallo nochmal. Ja, ich bin jetzt über den Deich drüber weg. Hab hier volle Suppe Gegenwind. Bin ja mal gespannt, ob das Mikrofon das einigermaßen rausfiltert. Ja, jetzt geht's hier erstmal am Deich entlang. Nachher ins Naturschutzgebiet rein. Bis Greetsiel. Ja, gerade ist Ebbe, aber irgendwie immer wenn ich hier lang fahre, ist Ebbe. Habe ich hier tatsächlich noch nie bei Hochwasser gesehen. Ja, hier am Deich kann man eigentlich ganz schön fahren. Aber heute habe ich echt gut Gegenwind. Also bin ich froh, dass ich mit E-Bike unterwegs bin. Ja, das ist eigentlich das Nervigste hier an der Route, an der Tour. Die Schafstore. Aber heute ist irgendwie der Gegenwind das Nervigste. Aber normalerweise kenne ich die Strecke nur mit Rückenwind. Also jedes Mal, wenn ich hier war, kam der Wind aus der anderen Richtung. Naja, egal. Ja, und da sind sie wieder. Die Deichschafe. Hauptsache, die lassen mich vorbei. Weil die sind da völlig schmerzfrei, was Fahrradfahrer angeht. Wenn die meinen, die laufen hier, dann laufen sie hier. So, jetzt hat der Deich mal die Richtung gewechselt. Dementsprechend bin ich jetzt auch ein bisschen mehr aus dem Wind raus. Bin ich auch froh. Das war schon krass. Aber wie sagt man so schön, der Wind sind die Berge oder ist die Berge der Meere. So, irgendwann kommt dann eine Stelle, da geht es dann am Deich nicht oder direkt an der Küste nicht weiter, direkt am Wasser. Da muss man dann einmal überm Deich und dann auf der Landseite fahren oder unterm Deich, wie man so schön sagt. Aber ist dann ja auch mal nett, beziehungsweise dann auch mal Abwechslung, weil hier kannst du dann auch teilweise zumindest mal ins Landesinnere gucken, weil hier ist ja flach.
Ja, und auch von hier aus kannst du die Deichpfleger bei ihrer Arbeit beobachten. Und nicht erschrecken, ich will euch nichts. Jetzt bin ich wieder im Gegenwind, aber egal. Ja, da vorne kommt ein Aussichtspunkt, da gehen wir dann gleich mal hoch. Ja, dann wollte ich gerade die Kamera aufstellen, um die Anfahrt zu simulieren. Kam da eine Horde Schweizer an. Da konnte ich natürlich nicht die Kamera dahinstellen. Naja, so viel Aussicht ist auch nicht. Da geht's weiter nach Greetsiel. Ja, da im Hintergrund kommen schon die ersten Häuser von Greetsiel in Sicht. Ja, eigentlich wollte ich da vorne stehen bleiben, um die Hafeneinfahrt zu filmen. Da bin ich direkt mal von blinden Kuckucks angegriffen worden. Mein lieber Scholli. Naja, egal. Jetzt sind wir auf jeden Fall gleich in Greetsiel. Greetsiel habe ich jetzt schon wieder verlassen. Habe ja schon ein paar Mal gesehen, ein paar Aufnahmen gemacht, auch mit dem Handy. Und jetzt fahre ich Richtung Pilsum bzw. Pilsumer Leuchtturm. Den kennt ihr bestimmt alle. Da wohnt nämlich Otto. Zumindest in seinen Filmen. Ich muss hier gerade ein bisschen aufpassen, wo ich lang fahre. Ich weiß nicht, ob man auf der Kamera schon erkennen kann, aber ich kann da hinten schon sehen. Oh, yeah, 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 yeah. Ja, ich hatte gehofft, weil in Greetsiel nicht so viel los war, dass dann hier am Leuchtturm auch nicht viel los ist, aber schade. Ich weiß ja nicht, ob ihr es auf der Kamera erkennen könnt. Aber mein Gott, da ist ja richtig was los. Nee, das muss ich jetzt nicht haben. Nee, dann fahre ich jetzt wieder weiter Richtung Pilsum. Und dann geht es außen an Greetsiel vorbei. Richtung Norden fahre ich dann jetzt. Ja, wie gesagt, jetzt geht es erstmal grobe Richtung Pilsum weiter. Ja, jetzt bin ich gleich in Greetsiel wieder zurück. Jetzt fahre ich aber nur hier so
am Ortsrand vorbei, mehr oder weniger. Und dann auch gleich direkt wieder raus. Richtung Norden. Ja, ich wollte ja mal den neuen Radweg da von Gretsiel aus ausprobieren. Ja, ist ein Radweg an der Straße. Und jetzt bin ich wirklich von da komplett neben der Straße, zwar auf einem eigenen Radweg, aber trotzdem neben der Straße gefahren. Ja, ist dann schon besser, wieder am Deich zurückzufahren und dann am, was ist das, da abzubiegen. Ich weiß jetzt nicht, was es da genau ist. Ja, jetzt fahre ich auf Norden zu. Ist hier so eine Seitenstraße. Hier ist auch nur 30 erlaubt, also gepflasterte Straße, nicht viel los hier. Ja, dann mal gucken, vielleicht ein Eis essen im Norden, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, was da los ist heute, wie voll es da ist. Ja, ich bin gerade noch mal durch Gretsiel durch, weil ich bin da einmal falsch abgebogen. Und war ja jetzt, weiß ich nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dass ich da war. Und in der Zeit ist es so voll geworden, mein lieber Scholli. Und ich hab mir noch gedacht, Mensch, heute ist ja hier relativ wenig los. Aber das war, da habe ich wohl genau das richtige Loch erwischt. Naja, ja, wir sehen uns später nochmal. Hier ist wirklich nicht viel los, aber ist auch nicht mehr allzu weit, dann fahren wir schon nach Norden rein. Mal kurz anhalten und einen Schluck trinken. So, jetzt rollen wir nach Norden rein. Jetzt hier direkt am Stadtrand die ersten Häuschen. Ja, hier ist das Ostfriesische Teemuseum. So, aus Norden bin ich jetzt raus. Von da aus ist es ja nicht mehr weit bis Norddeich. Und da werde ich jetzt eine Runde essen gehen. Da nehme ich euch dann aber jetzt nicht mit. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.